Hi da, was geht ab Leute, Hong hier. Heute mit dem Video, Erklärvideo zu den X-Rays. Neues Format, wo ich zu jedem Thema, zu jeder Frage nochmal alles schnell, kurz und knapp unter einer Minute versuche zu erklären. Heute wären theoretisch die X-Ray-Einladungen wiedergekommen. Immer 2 Tage vor dem nächsten X-Ray. Samstag ist der nächste X-Ray, sprich heute. Wäre es gekommen, aber Niantic macht mal wieder Faxen. Aber rein theoretisch wären sie heute gekommen. Wie bekommt man einen X-Ray? Indem man einen Raid erfolgreich an einer X-Ray Arena absolviert. Es ist egal, wie oft du da warst und wie oft du dort geradet hast. Wenn du innerhalb der letzten 7 Tage einmal mindestens dort warst, dann reicht das. Wir haben es gesehen, Dimi ist zurückgekommen. Ich habe ihm gesagt, Dimi, mach dort einen Raid. Das ist eine X-Ray Arena. Und bam, er hat direkt dafür eine X-Ray Einladung bekommen. Nicht jede Arena ist eine X-Ray Arena. Das müsst ihr nachschauen. Wo genau, das findet ihr im Internet. Ich habe eine Seite parat gehabt, aber da sieht man es irgendwie nicht mehr. Aber an sich müsst ihr das gar nicht extra nachschauen. Ihr informiert euch einfach, ihr schaut in der Community, welche Arenen bisher X-Ray-Teste herausgegeben haben. Weil ihr müsst nicht einen auf Christopher Columbus machen und da irgendwelche neuen X-Ray-Arenen finden. Das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich habe alles gedeckt und ich hoffe, das Video ist unter einer Minute. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.